jeden Fall. So, wir wechseln mal auf Heckantrieb, dass wir mal ein bisschen driften können hier. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf dem Weg nach Drakenburg, das ist bei Nienburg. Und zwar wurden wir dort eingeladen von dem Herrn Schwarz, dass wir in seine Firma kommen. Schollis ist eigentlich ein Motorradhändler. Und da gibt es so ein, ich weiß gar nicht, wie die richtige Bezeichnung ist, das soll er uns dann selber sagen. Ich sag jetzt mal ein Quad, ein ATV, ich kann es gar nicht so genau sagen, von dem Hersteller Can-Am. Und dieses Teil, nur mal so ein paar Eckdaten, ich glaube, es ist ein Dreizylindermotor mit Turbolader, hat glaube ich 200 PS, kein ABS, kein ESP, kein gar nichts. Und ja, wir dürfen uns das Ding mal ausleihen und machen mit euch eine Probefahrt. Ich bin mal gespannt, ob das ein Vergleich wird, ungefähr wie der Xpo. Allerdings halt nicht für die Straße, sondern fürs Gelände. Absolutes Neuland. Du wahrscheinlich auch noch nie sowas gefahren, ne? Nee. Freust du schon? Ja. Wenn dein Bart gleich im Wind flattert. Ja, ich finde sowas cool. Ich fahre ja auch gerne mit dem Xpo? Mit dem Xpo, genau. Genau, so heißt er. Und ja, immerhin geiles Wetter, 18 Grad. Ich würde sagen, wir gucken uns das Gerät mal an. Wir sind angekommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir uns hier heute drauf eingelassen haben, weil das Gerät sieht wirklich verrückt aus. Da haben wir schon den verantwortlichen Artium. Erstmal danke, dass du das möglich machst. Gerne. Wir testen gerne sowas. Ich habe schon auf dem Hinweg gesagt, das ist so ein bisschen das Gegenstück zu unserem Xpo fürs Gelände. So ungefähr. Genau, ja. Hersteller Can-Am. Der Hersteller selber ist BRP, Bombardier, aus BRP, Kanada. Okay. Und die Marke ist halt Can-Am. Das ist die Freizeitabteilung von denen. Mhm. Und sowas, dann die Dreiräder, Quads, Jetski, Schneemobil. Das ist von denen. Jetzt musst du halt allererstes mal erklären, was ist das überhaupt? Wie nennt sich das? Also nennen tut sich das Side by Side. Mhm. Ist halt rein, eigentlich ein reines Geländefahrzeug. Jeder Bein ist 70 cm Federweg. Okay, das heißt, kommt eigentlich aus Amerika und ist dort... Kanada. Kanada und ist da eigentlich nur für Offroad-Einsatz. Ja, gar nicht für die Straße. Gibt es nicht mit Straßenzulassung. Ah, okay. Und das heißt, das Fahrzeug ist aber, so wie es hier steht, also nicht vom Hersteller so, sondern ihr habt den umgebaut auf Straßenzulassung. Genau. Das heißt, schon relativ einzigartig. Ja, machen nicht viele, ja genau. Mhm. Also das heißt, der kommt nackt, der hat nicht mal einen Hebel für einen Blinker, nicht mal Spiegel, gar nichts. Mhm. Wir bauen dann um, Blinker, Spiegel, Nebelschussleuchte muss sein, wenn der als Trecker läuft. Mit der Treckerzulassung, Anhängerkupplung und dann... Anhängerkupplung? Ja, sogar mit 750 Kilo Zugkraft kannst du dann... Nochmal so ein paar Daten. Wie viel PS? 200, knapp 200. 900 Kubik, Dreizylinder. Mhm. Aufgeladen. Geht zwei oder vier Takt? Vier Takt. Ja. Gibt Umbauten bis 400, 450 PS. Mhm. Kannst du eine hat schon GTI. Aus 900 Kubik. Ja, ja. 900 Kubik. Die Motoren gibt es serienmäßig mit ungefähr 300. Schon serienmäßig. Die werden im Jetski, Schneemobil auch schon verbaut. Das heißt, die Motortechnik ist aber jetzt ab Hersteller, so mit den 200 PS Aufladung. Genau. Mhm. Und nochmal dazu gesagt, der Motor ist von Rotax. Also dieses Snowmobil-Dinger und so, ne? Ist aus Österreich, genau. Ja, ja. In Österreich gebaut. Weiß ich noch, meine 125er damals, die hatte auch schon Rotax-Motor. Ja, Aprilia oder BMW, die haben damals auch 125er. Ja, genau. So, okay, dann sehe ich Automatik. Richtig. CVT-Getriebe. Mhm. Vom Prinzip her wie man das kennt bei den 50er und Roller. Ich kann durch den ist also wie eine Variomatik ist das ganz genau, nur halt überdimensional. Aber schon mit einem Riemenbau. Ja, ja, ich kann den Riemen gleich mal holen. Das sieht schon fett aus. Ne? Ja, du hast dann so eine... Wenn sich sonst so an den kleinen Vario-Deckel erinnert und jetzt hier so ein Riesending. Ja, genau. Aber ein Gang oder zusätzlich nochmal irgendwie ein Untersetzungsgetriebe oder irgendwie so? Untersetzung, genau. Hast einmal eine Untersetzung, dann läuft es um 60, 70, wenn du jetzt Lasten ziehst oder so. Mit Untersetzung sogar schon. Ja. Das heißt, was fährt das Ding normal an? 140 auch. 140? Abgeregelt, ja. Also der marschiert eigentlich so in eins durch, bei 140 macht er Schluss. Also das merkst du auch, der geht dann richtig in der Eisen. Mit 70 cm Federweg. Ja. Nee, das kann auch spaßig werden. Ja, da kannst du schon noch aufs Feld, das ist echt... Okay, 200 PS. Ja. Eigentlich eine Variomatik. Genau. Allrad, Zuschaltbar. Genau. Sonst mit Heck. Was wird mit diesem Fahrzeug in Kanada eigentlich gemacht? Das ist ein reines Hobbyfahrzeug, ne? Für Jäger. Ja, nicht mal das. Für Jäger haben wir noch andere Fahrzeuge, kann ich euch nochmal zeigen. Das ist eigentlich rein Rennsport, Hobby, wie auch immer. Ne? Wie gesagt, Dakar, Baja fahren die Fahrzeuge, die haben eine extra Side-by-Side-Klasse. Werden die umgebaut und eingesetzt. Das ist mal ein Federbein hier. Das ist krass, ne? Die Farbe ist ja fast passend. Passt, ja. Hinten ist schon.
Folgen. Vorne. Den gleichen Fehler wie auch. Scheibenbremsen rundum. Hier vorne sieht man, wenn du von hier reinguckst, das Diff vorne mit einem E-Motor. Kannst du nochmal hinzeigen? Achso, da. Hier. Differential vorne mit E-Motor, da wird er den Allrad zuschalten. Elektrische Seilwinde, ganz wichtig, wenn man den Kanada mal wieder im Graben hängt. Kannst du den über knapp, ich glaube, 2000 Zugkraft, also theoretisch kannst du das Fahrzeug an so hochziehen. Krass. Und wassergekühlt, ne? Ja, ja. Entweder sieht man den von hinten sonst. Nee, da auch nicht, ne? So, und Highlight ist auch hier diese Selbstmördertür. Ja, da Turbo kommen wir jetzt so auf die Stelle nicht rein. Mhm. So. Soll ich mal so einen Riemen nochmal holen? Willst du mal sehen? Ja. Krasses Gerät. Vor allem, das sind einfach mal Leitungen hier am Ausgleichsbehälter vom Fahrwerk, die man sonst nur so aus dem Hydraulikzubehör kennt. Ich glaube, ich habe ihn gleich gefunden. Ha! Also, ey, du musst von hier gucken. Und von hier geradeaus durch, da sieht man erstmal die Downpipe und dahinter sieht man so ein bisschen das Verdichtergehäuse. Also ganz hinten durch. Hast du gesehen? Schon ein bisschen Angst? Ja, aber weniger vor dem Fahrzeug, mehr vor deinem Fahrstil. Ey, was soll das heißen? So, also, jetzt ja, kommt noch ein Highlight. Guckt euch das an. Vier Lautsprecher in dem Ding. Und richtig eine Anlage. Ist das Serie oder? Nee, haben wir auch schon. Das haben wir schon gehört. Ah, das heißt normalerweise ist es reiner. Ja, Aludach drauf. Und das ist Aludach. Und die Scheibe? Ist auch Zubehör. Auch Zubehör, okay. Ja, krass. Viel Vergleich. Alter. Ja, das ist natürlich mal ein Riemen. Ja, aber die kriegst du auch kaputt. Echt? Ja. Okay, aber mit den 200 PS, wo wir jetzt steht, ist das Ding erstmal safe. Ja, ja. So wird er ausgeliefert, so fährt er. Genau, Riemen richtig einfahren und dann halten die auch. Aber wenn du das Ding natürlich richtig prügelst und im Wett- oder im Rennsport 500 km, ja, ist das Ding gut. Ja. Irgendwas anderes, was du uns noch zu sagen musst hier? Ich sehe auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, sich festzuhalten. Genau, das ist der Angstgriff da. Genau. Ganz wichtig bei den Amerikanern und Kanadiern ist der Getränkehalter. Dass die kalte Bierdose da auf jeden Fall drin stehen. Das ist immer das Erste, was die Ingenieure planen. Ganz wichtig, kein ABS, kein ESP, kein gar nichts, keine Sicherheitsfeatures. Ne? Was macht ihr sonst so? Ihr verkauft alles, sehe ich hier. Ne? Motorrad, Quad, Canon Spider, auch der Hersteller, die Dreiräder vorne. Die Dreiräder, die haben wir vorhin schon gesehen. Ja. Da gehen wir nochmal gesondert drauf ein, wenn das Wetter besser ist. Ja. Da müssen wir nochmal vier Wochen warten, bis es gut war. Was für Motoren gibt es da? 1330 Kubik, 3 Zylinder, fast 4 Zylinder. Und die fährt man alle mit Führerschein Klasse B? Ja. Dann auch mit Motorrad? Nee. Cool. Es gibt ein Konzept oder ein Prototyp in Amerika, den haben sie mit Turbo gebaut, aber der Serie ist mit Turbo. Gibt es irgendwas, was wir hiermit nicht machen dürfen? Schwimmen. Also nicht volles Ballett in den See reinfahren. Selbst das kann der auch ab. Der hat die Ansaugung hier oben, hier hinter diesem Kasten. Ja, habe ich schon gesehen. Hinter dem Kopf direkt. Richtig, du könntest theoretisch. Richtig, bis hier kann das Ding ins Wasser. Aber sonst so Feldweg einfach fahren. Kein Problem. Okay, das ist kein Ding. Cool. Ich würde sagen, ab ins Gelände. So, er sagte ja, wir können alles testen, also wir probieren als erstes mal den Hang hoch. Ich würde sagen, wir machen hier mal Allrad und Sperre vorne an und Rock. Sperre ist drin. So. Also ein bisschen Angst vor so das Ding. Oh. Ja, so ist das auf jeden Fall, wenn zwei Vollanfänger im Gelände sind. Nehmen da mal so rein.
Ich habe echt wirklich gar keine Ahnung, inwieweit man hier so reinfahren darf oder auch nicht fahren darf, stellt man sich hier so festfährt. Deswegen testen wir das einfach mal aus. Auf jeden Fall, das nächste Mal sollte ich vielleicht keine helle Hose anziehen. Ja, das Thema ist durch. Ah, das sieht doch jetzt spannend aus. Also es gibt auf jeden Fall ein Gefühl, als wenn man sich nicht festfahren kann. Ja. Guck mal, hier rollt das Ding ganz normal runter. So, wenn man jetzt hier natürlich voll durchzieht, wird das natürlich eine richtige Sauerei. Mm-hmm.
jetzt aber gleich die Kamera nach unten hier. So. Wir versuchen mal, ob wir da hochkommen. Hoffentlich fahren wir Maxi nicht um. Alter! Brutal, vor allem, ihr könnt euch nicht vorstellen, man tippt das Gas nur an, man muss wirklich halt in dem Moment die Eier haben, wenn es hoch geht, Gas zu geben, oder das Ding fährt wirklich einfach nur rüber. Jetzt wird es auch langsam warm hier drin, ne? Ja. Sitz einfach, lass kommen. An der Sitzhaltung, ey. Nein. Das ist von hinten, ne? Ja, ja. Echt. Nein. Guck mal, selbst hier, das ist, füll mal einmal runter. Ich find's wirklich brutal. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, dass man die Schräge da hochfährt. Aber bist du bereit? Ja. Vor allem, weil es direkt hier am Anfang wieder runtergeht. Alter, so krass sicher. Also das Ding hat mich echt überzeugt. Ja. So, ich würde sagen, wir haben jetzt auch ein bisschen Spaß in der Schandkuhle hier. Ihr kriegt noch einen kleinen Porn. Ja. Wir filmen noch ein bisschen. An der Stelle auf jeden Fall schon mal danke an Artyom, dass du uns das möglich gemacht hast. War, glaube ich, extrem witziger, geiler Tag mal wieder. Ne? Ja, hat mir echt Spaß gemacht. Ja. Und vor allem, wie stabil das Ding ist. Ne? Ich hätte schon lange gedacht, dass das Ding im Arsch ist, aber er hält tatsächlich zum Glück durch. Als du da hochgefahren bist, dachte ich so, okay, heute Filmaufnahme ist nicht. Kleine Sache zum Schluss noch. Corona-Krise, ihr habt es mitbekommen. Unser Ladenverkauf bleibt natürlich auch zu. Versand bleibt aber, solange DHL mitspielt, natürlich da. Und ihr könnt euch jederzeit anrufen, unser Büro ist besetzt. Also, so viel dazu. Ich würde sagen, viel Spaß bei den letzten Bildern und wir sehen uns im nächsten Video. So, kleine Ergänzung nochmal, falls ihr Bock bekommen habt, mit diesem Gerät auch mal 0-100 in 5 Sekunden zu fahren, kontaktiert einfach den Artyom, Instagram, weil der verleiht das Ding nämlich auch tageweise oder wochenendweise. Es lohnt sich, es macht Spaß, fahrt einfach vorbei, guckt es euch an und ja, alles weitere direkt bei Herrn Schwarz. Und jetzt gibt es nochmal eine 0-100.